Wir sind im Kunsthaus Drehow und das ist in Liedberg. Und die Ausstellung heißt TT Fäden. T von Textil, T von Ton und Fäden. Ich bin die Betreiberin dieses Kunsthauses und stelle auch jetzt gerade selber aus, Gabriela Dresholz. Und an meiner Seite ist eine mir sehr liebe Keramikerin, Frau Dörte Springorum. Ja, das sind eigentlich hohle Tonobjekte. Die habe ich alle einzeln gemacht. Die sind hohl aufgebaut aus kleinen, runden, erst kugeligen Objekten, die ich dann in die Form geklopft habe, wie sie jetzt sind. Und dann mit einem Loch versehen, damit man sie auffädeln kann. Das ist das Baumvolk. Das sind Abdrücke von den umgestürzten Bäumen, die in 2014 von dem Sturmtief Ela umgemäht wurden. Und ich bin dann mit Tonplatten im Auto durch die Gegend gefahren, durch Neuss, Korschenbruch, Düsseldorf, Essen und habe von diesen geborstenen Bäumen, habe da so Platten reingedrückt. Und dadurch sind dann hier zum Beispiel an diesen Spleißstellen sind dann diese Augen entstanden, also was jetzt wie Augen ist. Die Idee vom Goldregen, der ja auch diese fluddeligen Blüten hat, die so runterhängen, habe ich eben diese Art meiner Interpretation des Goldregens gemacht. Das sind alles Reststücke, die ich irgendwie immer aufbewahre, wenn ich irgendwelche Platten zuschneide für irgendwelche anderen Objekte, dann bleibt immer irgendwas übrig und ich finde es zu schade, das wieder einzustampfen. Und dann gebe ich denen Struktur und denen die noch ein bisschen klopft, und dann werden die getrocknet und dadurch entsteht dann hinterher, stehen die ganzen Einzelteile hier für diese Hängeketten. Und es passt ja wieder zum Thema aufgefädelt, ne? Weil ich merke, dass ich irgendwie Kreativität in mir habe und die raus muss, sonst ersticke ich. Also das ist, weshalb ich das mache. Hier, bei der sehen Sie diese Struktur. Die ist auch entstanden, indem ich Fäden um das schon fertige Objekt gewickelt habe, natürlich noch im feuchten Zustand und auch nicht sicher war, was passiert genau, wenn ich das jetzt brenne. Aber man sieht eben, die Fäden sind teilweise verbrannt, aber sie haben eben ihre Spuren hinterlassen und dadurch hat es wieder so eine andere Struktur ergeben. Ich bin immer auf der Suche nach neuen oder nach anderen interessanten Strukturen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie in so einem Fadenkäfig sind? Irgendwie gefangen. Komme hier nicht mehr raus. Ich habe ihn Lebensfäden-Pavillon genannt. Ein Pavillon, der eingesponnen ist in weiße Wollfäden. Es gibt Fäden, weil sie Fäden in Verbindung stehen können mit den im Pavillon sich befindenden Tieren, mit der Natur, in der der Pavillon steht oder dem Garten, mit dem Ort, in dem der Pavillon steht, Liedberg, mit dem Schloss. Da haben wir auch hier einen Faden Richtung Schloss. Und natürlich mit der Kunst. Das ist ja hier das Kunsthaus und Kunstgarten. Warum ist der Faden für Sie so eine Form des künstlerischen Ausdrucks? Ja, dieses Verbundensein, da steckt auch ein bisschen pantheistisches Gedankengut hinter, dieses alles ist eins und alles ist in allem.
Das ist vielleicht auch so etwas, was ich mit dem Faden ganz gut ausgedrückt finde. Am seidenen Faden hängt für mich mein Leben. Großartig von sowohl von der Farbgebung als auch von der Idee der Verarbeitung. Also diese verschiedenen Schichten dann durch die Verknüpfung der Fäden dann so zusammenzubringen, damit dann auch wieder ein ganz neues, großartiges Bild entsteht. Also das finde ich fantastisch, was die Künstlerin da gewerbt hat. Und besonders dieses dreiteilige hier, das finde ich besonders interessant. In der oberen Etage. Mhm. Geheimnisse des Lebens, die durchschimmern, Gefühle schimmern und durchziehen das Leben wie ein Faden. Kunsthaus ist auch aus dem Jahre 1790, war mal Stall und Atelier und Kinderhaus. Und jetzt ist es Kunsthaus, das heißt für Ausstellungen wird es genutzt, aber das sind ja nur 3 Ausstellungen im Jahr, zwei Wochenenden, und die restliche Zeit vermiete ich es an kunstinteressierte Gäste als Übernachtungsmöglichkeit, die dann auch diese Atmosphäre, den Ort, die Ruhe genießen können und zu schätzen wissen. Mein Kunsthaus können Sie nutzen, indem Sie, oder kann ein Künstler nutzen, indem er Ausstellungen hier macht, die ich sicherlich betreue. Es kann genutzt werden in der ausstellungsfreien Zeit als Übernachtungsmöglichkeit. Dann wird das Kunsthaus möbliert und ist eine ganz besondere Möglichkeit, in einem alten Ambiente in diesem wunderschönen Ort und inmitten von Kunst zu übernachten. Bitte, Künstler aller Welt, kommt gerne zu mir ins Kunsthaus.